alles bereit, ja? Okay, dann, na, dann bin ich aber gespannt. Setzen Sie sich hier auf den heißen Stuhl. Sag doch mal dem Becky, dass der herkommt, dass er sich das mal mit anhört, ja? Damit er dann weiß, was los ist. Herr Generalsekretär, Erich Honecker hat gesagt, die Mauer würde es noch in 100 Jahren geben. Nun ist sie schon durchlöchert. Wie lange wird es denn zwei deutsche Staaten geben? Also zunächst soll sich jede Generation die Aufgaben stellen, die sie lösen kann. Was zwei deutsche Staaten betrifft, so sind sie eine Realität der Nachkriegszeit. Und ich gehe davon aus, dass man mit zwei deutschen Staaten noch lange leben muss. Was halten Sie denn von einer Konföderation? Wissen Sie, ich halte für die Zukunft viele Dinge möglich. Im Moment haben wir zwei Begriffe, die es auszufüllen gilt. Wir sagen, es gibt eine Verantwortungsgemeinschaft in Fragen für Frieden und Sicherheit. Und es gibt eine Vertragsgemeinschaft in den Beziehungen beider deutscher Staaten. Was soll das denn heißen? Nur das soll heißen, dass man durch Verträge regelt, wie wir die einmalige Chance, die wir haben, inmitten Europas bei der Gestaltung des Europäischen Hauses beizutragen, dass wir das vertraglich regeln. Und zwar so, dass am meisten für die Menschen rauskommt in beiden deutschen Staaten. Bedauern Sie eigentlich schon, dass Sie die Grenzen geöffnet haben? Denn es ist ja allerhand passiert, es ist ja fast ein Erdrutsch gewesen. Nein, wenn ich das bedauern würde, dann würde ich gegen meine eigenen Grundsätze denken oder handeln. Ich meine, die Öffnung der Grenzen gehört logischerweise zur Politik der Neuerung, die wir durchführen. Freier Reiseverkehr ist eine Grundfreiheit der Menschen. Und ich gehe davon aus, dass wir hiermit unterstrichen haben, dass wir Sozialismus und Humanismus enger miteinander verbinden. Wie konnte es denn passieren, dass man so lange damit gewartet hat? Sie waren ja auch in der Führung. Wissen Sie, 1961 war eine ganz andere Situation als heute. Das war die Zeit des Kalten Krieges. Und die Ursachen, die dazu geführt haben, dass die Staatsgrenze so unter Kontrolle genommen wurde, waren eben so, dass eine andere Lösung nicht mehr möglich war. Aber seit 1970 gibt es die Entspannungspolitik. Entspannung, und es sind ja auch einige Schritte eingeleitet worden. Und ich habe es als einen Nachteil empfunden, dass wir einerseits die Schlussakte von Helsinki unterschrieben haben, dass wir uns auch zu den Wiener Dokumenten bekannt haben, aber in der Tat diese konsequenten Schritte nicht gegangen sind. Sie sind jetzt seit einem Monat Generalsekretär. Wie ist denn eigentlich die Mitgliederbewegung seitdem? Nun ja, die Mitgliederbewegung ist fließend, würde ich sagen. Es ist nicht so, dass, wenn Sie darauf anspielen, die Mitglieder unsere Partei verlassen, erst seit dem 9. oder 18. Oktober, sondern es hat bereits in den letzten Monaten Austritte aus unserer Partei gegeben. Wie viele sind es denn etwa? Als Generalsekretär werden Sie es ja wissen. Es sind einige 10.000. Also 100.000? Nein, kann man nicht sagen. Wir sind noch eine Partei, die weit über 2 Millionen Mitglieder hat. Damit sind wir die stärkste Kraft in diesem Lande. Am Montag war ich in Leipzig bei einer Demonstration, an der 200.000 Menschen teilgenommen haben. Und da hat keiner ein gutes Wort über Sie gesprochen. Im Gegenteil. Wissen Sie denn, dass Sie bei der Bevölkerung wenig Vertrauen haben, manchmal auch sogar keins? Also, ob da keiner ein gutes Wort gesprochen hat, ich weiß nicht, keiner. Ob Sie mit jedem der 200.000 gesprochen haben. Nein, aber dort, die sich öffentlich aber, geäußert haben. Sie meinen jetzt, die dort gesprochen haben. Ich kann den Leuten nicht den Rat geben, gut über mich zu sprechen. Sie müssen mich an Taten messen. Der Sache muss sich jeder Politiker stellen. Und wenn bestimmte Äußerungen über mich dort getan worden sind, so empfinde ich sie auch ungerecht. Ich empfinde es zum Beispiel ungerecht, wenn man mir unterstellt, Äußerungen getan zu haben, die ich nie getan habe. Welche? Zum Beispiel habe ich im Saarbrücker Rundfunk anlässlich meines Besuches bei Oskar Lafontaine auf entsprechende Fragen ihrer Kollegen gesagt, dass ich es nicht gut finde, wie die Berichterstattung in der Bundesrepublik über die Ereignisse in der Volksrepublik China läuft. Aber Sie haben auch gesagt, dass dort nichts anderes geschehen sei, als Ordnung wiederherzustellen. Nein, Sie greifen das aus dem Zusammenhang heraus. Ich habe davon gesprochen, dass ein so großes Land wie die Volksrepublik China Stabilität braucht, weil Stabilität gerade auch in diesem Teil der Welt sehr, sehr wichtig ist für die Erhaltung des Friedens. Gut, aber Sie haben eben auch gesagt, es sei nichts anderes hergestellt worden als Ordnung. Ich habe gesagt, dass man sich bei der Berichterstattung über die Volksrepublik China
und über die Ordnung, die dort herrscht, verlassen sollte auf das, was aus diesem Lande selber kommt. Aber es waren blutige Taten, die Taten auf dem Platz des himmlischen Friedens, kann man ja wohl nicht gutheißen. Ich habe nie blutige Taten gerechtfertigt. Sie werden nicht eine Formulierung von mir finden, die in diese Richtung geht. Aber die muss man doch so verstehen, wenn man sagt, im Gegenteil, Sie müssen davon ausgehen, dass ich immer davon gesprochen habe, dass politische Fragen auch politisch gelöst werden müssen. Und meine eigene Arbeit, die ich hier in der Republik geleistet habe, ist immer von diesem Grundsatz ausgegangen. Glauben Sie denn, dass, wenn jetzt nach Aufklärung verlangt wird, dass Sie eine reine Weste haben? Ich habe zumindest kein schlechtes Gewissen, etwas getan zu haben, was sich gegen das Volk der Deutschen Demokratischen Republik richten würde. Ich glaube auch, dass ich all meine politische Arbeit von Anfang an immer so verstanden habe, dass ich im Dienste meiner Partei, auch im Dienste meines Volkes stehe. Meinen Sie, dass das auch im Dienste des Volkes war, als Sie erklärt haben, dass die Kommunalwahlen rechtens gewesen seien? Wissen Sie, auch hier muss man sich an die Fakten halten. Erstens hat es eine zentrale Wahlkommission gegeben, der ich zwar vorgestanden habe, aber in der alle Parteien und Massenorganisationen dieses Landes vertreten waren und auch andere politische Kräfte. Diese Wahlkommission hatte die Möglichkeit, die Protokolle, die aus den Kreisen eingegangen waren, sich anzuschauen. Die lagen aus im Staatsrat. Und die Ergebnisse der Kommunalwahlen sind uns über den Computer vermittelt worden. Das wissen Sie sehr gut, wie das auch bei Ihnen in der Bundesrepublik verläuft. Zu dem Zeitpunkt, als ich dem Staatsrat einen Bericht der Zentralen Wahlkommission gegeben habe, war mir kein Fall bekannt, dass irgendjemand Einspruch erhoben hat. Aber nun sind 98% und noch mehr doch selbst für den Naivsten etwas darüber nachzudenken. Ja. Es gab auch schon absolut recht. Ja. Es gab auch schon Proteste dagegen, und zwar schon am Montag. Wenn Sie dann in einer solchen Wahlkommission sitzen, dann muss man denen doch nachgehen. Dann muss es doch Möglichkeiten geben, das zu überprüfen. Denn 98% sind ja wirklich etwas überirdisch bei den Problemen, die es zu der Zeit schon gab. Ich kann Ihnen nur sagen, Herr Pleitgen, ich bleibe bei meiner Äußerung. Ich bin der festen Überzeugung, dass es solche Wahlen in der DDR nie wieder geben wird. Und heute ist leider ein solcher Zustand eingetreten, übrigens auf der Grundlage von Gesetzen. Bei uns besagen nämlich die Gesetze, dass die Wahlunterlagen, wenn das Wahlergebnis festgestellt worden ist, vernichtet werden, Stimmzettel und so weiter und so fort. Bedauern Sie, dass Sie die Erklärung abgegeben haben? Ich muss erst mal sagen, sodass ich heute weder nachprüfen kann, das eine und noch das andere. Es steht also Aussage gegen Aussage. Und jetzt sollte man die Vergangenheit ruhen lassen und in die Zukunft schauen. Und die Zukunft heißt, solche Wahlen wird es nie wieder geben. Gut, aber ich glaube, es gibt keine Zukunft ohne Aufklärung der Vergangenheit. Das ist richtig. Deshalb haben wir ja auch in der Volkskammer einen Ausschuss gebildet, der viele Fragen, die mit Machtmissbrauch, Korruption und so weiter zusammenhängen, was heißt viele Fragen, der diese Fragen untersucht. Wir haben in meiner Partei die Zentrale Parteikontrollkommission beauftragt, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und Sie können sicher sein, dass alles sehr demokratisch untersucht und gelöst wird. Nun hat ja die frühere Führung, wenn ich es mal etwas, mit einem Understatement bringe, elitär gelebt. In Wandlitz, man hatte viele Vergünstigungen, Sie haben dazugehört. Werden Sie das auch offen decken lassen wollen? Natürlich. Also zunächst muss ich Ihnen sagen, ich habe bis Anfang der 80er Jahre im Allendeviertel in Berlin gewohnt. Viele werden sich daran erinnern. Ich hab dort meine Läufe gemacht, bin dort in die Kaufhalle gegangen, hatte manchmal das Glück, mit Frank Schöbel, einem bekannten Schlagersänger, in der Kaufhalle sogar beim Einkaufen Autogramme zu geben. Also ich habe einige Jahre in Wandlitz gewohnt, das gehörte aus verschiedenen Gründen dazu. Heute ist in der Jungen Welt übrigens ein Artikel enthalten. Ein Redakteur dieser Zeitung war gestern in der Wohnung des Genossen Schürer in Wandlitz und hat festgestellt, dass eigentlich Geheimnis die Mauer um Wandlitz ist. Ansonsten die Häuser und die Einrichtungen, die dort stehen, keinerlei außerordentliche Privilegien darstellen. Und trotzdem bin ich sofort, nachdem ich zum Generalsekretär meiner Partei gewählt worden bin, zu dem Entschluss gekommen, es ist besser, aus Wandlitz auszuziehen. Warum? Ich bin in die Stadt gezogen. Hatten Sie Angst, dass Sie der Volkszorn trifft? Nein, wissen Sie,
ich hatte keine Angst vor dem Volkszorn. Wenn ich vor dem Volk Angst hätte, dann müsste ich als Generalsekretär zurücktreten. Ich bin der Meinung, dass meine Partei ein Teil des Volkes ist. Und wenn in Leipzig und woanders Demonstranten rufen, wir sind das Volk, dann sind darunter auch Mitglieder meiner Partei. Die haben sich später dazugesellt, die waren nicht am Anfang dabei. Nur das ist sicherlich so, dass nicht jeder sofort den gleichen Denkprozess mitgemacht hat. Das glaube ich auch. Aber auf jeden Fall haben wir doch eine ziemlich große Volksbewegung. Und ich würde sagen, zu dieser Volksbewegung gehört auch meine Partei. Darf ich noch mal fragen, in Wandlitz, wer wohnt denn jetzt noch da? Nur, soweit ich weiß, wohnen die im Ruhestand befindlichen Persönlichkeiten, die dem Politbüro angehört haben, noch dort. Erich Honecker auch? Ja, Erich Honecker auch, ja. Wie geht's ihm eigentlich? Nur, soweit ich weiß, leidet er noch unter den Folgen seiner Operation. Haben Sie denn noch Kontakt zu ihm? Ich habe mit ihm mehrere Gespräche gehabt, habe auch mit ihm telefoniert. Ist er nicht verbittert über das, was jetzt mit ihm passiert? Nur zunächst muss ich sagen, er bekennt sich zu dem, was auf der 9. und 10. Tagung des Zentralkomitees der Partei gesagt worden ist. Er akzeptiert auch, dass er ein Großmaß der Verantwortung für diese Lage trägt. Fühlt er nicht sein Lebenswerk zerstört? Darüber haben wir nicht im Einzelnen gesprochen, aber ich kann mir das gut vorstellen. Hat er nicht den Wunsch, sich mal zu rechtfertigen in der Öffentlichkeit? Ich glaube, dass im Moment sein Gesundheitszustand ihm das nicht erlaubt, zu diesen Fragen Stellung zu nehmen. Würden Sie mir helfen, mit ihm ins Gespräch zu kommen? Das müsste seine Entscheidung sein. Wir hatten jetzt in diesem Sommer doch erlebt, dass es eine sehr kritische Zeit gab in der DDR. Warum waren Sie da von der Bildfläche verschwunden? Tja, wissen Sie, das ist nun eine interne Angelegenheit meiner Partei. Aber wenn Sie so offen fragen, muss ich auch so offen antworten. Ich hatte die Absicht, nicht in Urlaub zu gehen. Wer hat denn das befohlen? Der Generalsekretär hat mich in Urlaub geschickt. Lässt man sich das gefallen als erwachsenes Politbüro-Mitglied? Tja, wissen Sie, in einer bestimmten Situation ist man einer bestimmten Disziplin unterworfen. Heute weiß ich auch, dass eine Disziplin in dem Sinne gut ist, wenn sie das Ergebnis einer kollektiven Diskussion ist. Aber Honecker war doch in der Zeit selbst krank. Er war krank, er kam aus dem Urlaub. Bevor er zur Operation ging, hat er Günter Mittag beauftragt, in der Zeit die Partei zu leiten. Das war natürlich ein besonderer Schritt, weil bis dahin bekannt war, dass ja in Vertretung des Generalsekretärs ich fungiert habe. Das heißt, offensichtlich hatte der Generalsekretär schon zu diesem Zeitpunkt kein Vertrauen mehr zu mir. Von Adenne hat erklärt, der Wissenschaftler von Adenne hat erklärt, dass er mit dem sowjetischen KGB-Chef Krutschkow Dinge diskutiert hat, die auch Ihnen interessant erschienen waren. Haben die Sowjets Sie ermutigt, initiativ zu werden? Wissen Sie, hier muss ich sagen, dass alle Vermutungen, dass die Veränderungen von Moskau ausgegangen sind, nicht zutreffen. Zutreffend ist, was Gorbatschow hier gesagt hat zum 40. Jahrestag der DDR, die Entscheidungen werden in Berlin getroffen. Aber zutreffend ist genauso, dass sein Satz, man darf den Zeitpunkt nicht verpassen, wenn man mit dem Leben Schritt halten will, dass dieser Satz mich persönlich sehr stark motiviert hat, auch nach dem 40. Jahrestag Probleme für das Politbüro aufzuwerfen und im Politbüro zu diskutieren, die letztendlich zu den Beschlüssen der 9. Tagung des Zentralkomitees geführt haben. Aber hat Erich Honecker so viel Macht gehabt, dass Sie im Politbüro vor ihm gekuscht haben? Wenn ich höre, dass Sie sich so ihn haben in Urlaub schicken lassen, dann muss ich doch annehmen, dass er eine absolute Macht hatte. Nun, natürlich braucht man für politische Entscheidungen Mehrheiten. Solange diese Mehrheiten nicht da waren, musste ich für mein Aufgabengebiet dafür sorgen, dass ich die Dinge so anschiebe oder dass ich mit den Dingen so umgehe, dass sie für die Menschen am besten gelöst werden. Aber Sie hatten doch eine ungeheure Macht. Sie waren doch zuständig für die Sicherheit, damit zuständig für die Armee, zuständig für die Staatssicherheit, zuständig für die Grenztruppen. Sie irren insofern, dass ich zuständig war. Zuständig waren die entsprechenden Minister.
Ich war im Sekretariat des Zentralkomitees verantwortlich für die Anleitung der Parteiorganisationen in diesen Einrichtungen. Aber wir wissen doch aus der Tradition, dass Sie damit eigentlich auch sogar der Vorgesetzte von Erich Mielke und von Kessler waren. Nein, der Vorgesetzte von Erich Mielke und von Heinz Kessler war einerseits der Vorsitzende des Nationalen Verteidigungsrates, also Honecke, und andererseits der Vorsitzende des Ministerrates. Lassen Sie mich auf eine Frage kommen, die hier die Bürger der DDR besonders bewegt. Das ist der 9. Oktober. Was hat sich dort getan? Gab es einen Schießbefehl an diesem Tag, also einen Schießbefehl, um die Demonstration in Leipzig niederzuschlagen? Ich muss entschieden zurückweisen, dass es einen Schießbefehl gab. Ich kenne ihn nicht. Und am 9. Juni war ich noch nicht, am 9. Oktober war ich noch nicht der Generalsekretär. Aber ich kenne einen solchen Schießbefehl nicht und glaube auch nicht, dass es einen solchen Schießbefehl gegeben hat. Aber es gibt Informationen, dass um Leipzig sehr viele bewaffnete Verbände zusammengezogen wurden. Man hat sie auch abends gesehen, dass scharfe Munition ausgegeben wurde, dass Blutplasma besorgt wurde, dass Zimmer in Krankenhäusern frei gemacht wurden. Also man hatte sich auf eine blutige Auseinandersetzung... Also ich muss zurückweisen, dass scharfe Munition ausgegeben worden ist. Dazu hat es keinerlei Befehle gegeben. Das weiß ich genau, dass es keinerlei Befehle dazu gegeben hat. Aber wenn Sie mich nach dem 9. und dann vor allem nach dem 16. Oktober fragen, dann muss ich Folgendes sagen. Am 9. Oktober habe ich ein Telefongespräch geführt mit dem damaligen amtierenden ersten Sekretär, Genossen Hackenberg, der mich davon informierte, dass Kurt Masur mit weiteren Persönlichkeiten einen Aufruf zur Ruhe und Besonnenheit erlassen hat und dass sich dieser Initiative auch Sekretäre der SED-Bezirksleitung angeschlossen hatten. Und ich habe meinen Genossen, meinen Freund Hackenberg bestärkt und habe gesagt, jawohl, das ist eine gute Initiative von Kurt Masur. Können Sie mal sagen, um welche Uhrzeit es sich handelte, weil das eine große Rolle spielt? Nur, das muss, glaube ich, zwischen 19 Uhr 20, 19.30 Uhr so rum gewesen sein, um diese Zeit herum. Also kurz bevor die Demonstration losging? Es war schon, Teile der Demonstration waren schon im Gange, aber es war so, dass die Initiative zur Ruhe und Besonnenheit aufzurufen meine volle Zustimmung fand, obwohl ich damals weder Generalsekretär noch Vorsitzender des Staatsrates war. Und aus dieser Situation... War das ausschlaggebend, dass Sie als zuständiger Mann für die Sicherheit sich damit solidarisiert haben? Dass Sie gesagt haben, nicht schießen? Was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, keinerlei Zusammenstöße mit den Demonstranten. Überhaupt verhindern, dass es zu einem Zusammenstoß zwischen Staatsmacht, in diesem Falle Sicherheitskräften, und Demonstranten kommt. Und um diese Dinge nicht nur telefonisch abzusprechen, bin ich dann einige Tage später zusammen mit weiteren Genossen in Leipzig gewesen. Wir haben dort mit allen Verantwortlichen gesprochen und es entstand dann ein Befehl des Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates, damals noch Honecker, den ich aber vorbereitet habe. Und in diesem Befehl waren zwei Dinge drin. Erstens keinerlei Gewalt und zweitens von der Schusswaffe darf auf keinen Fall Gebrauch gemacht werden. Diese beiden Dinge sind nachweisbar aus dem Befehl des Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates. Kehren wir noch mal zum 9. zurück. Kurt Masur behauptet, dass Sie nicht diese Rolle gespielt haben. Was sagen Sie dazu? Ich habe mit Kurt Masur telefoniert. Wir sind uns beide völlig einig. Wann? Nur nachdem es diese Missverständnisse in der Presse gegeben hat, weil bei Ihnen in verschiedenen Medien der Bundesrepublik behauptet worden sei, ich hätte mit der Sache nichts zu tun gehabt. Und ich habe Kurt Masur den Hergang der Dinge geschildert, den er ja nicht wissen konnte. Ich habe ja nicht mit ihm, sondern mit meinem Genossen in der SED-Bezirksleitung telefoniert. Und bevor er auf seine Japan-Tournee gefahren ist, sind wir uns einig gewesen. Und er hat sich gefreut, dass ich noch einmal unterstrichen habe, dass ich seine Initiative unterstützt habe. Wenn die Bürger Leipzigs am Gebäude des Staatssicherheitsdienstes vorbeiziehen, dann entlädt sich ein riesiger Zorn. Man skandiert dort braune Bande, ihr seid das letzte Stasi in den Tagebau. Welche Lehren ziehen Sie daraus? Wissen Sie, wir haben auf der Volkskammertagung durch unseren Fraktionssprecher Wolfgang Herger sagen lassen, dass wir für eine neue Sicherheitsdoktrin sind. Aber ich will hier ganz offen sagen,
Man darf auch keine Ungerechtigkeiten zulassen. Die Mitarbeiter der Sicherheitsorgane sind ja zum Teil junge Menschen, das weiß ich. Söhne und Töchter von Menschen, die auch mit auf die Straße gegangen sind. Und deshalb würde ich keine Einteilung gerne wollen der Bevölkerung in solche, die demonstrieren, und in solche, die beschimpft werden. Ich wünschte mir, dass der schöne Ruf "Wir sind das Volk" alle die einschließt, die für wirkliche Veränderungen in diesem Lande eintreten. Aber wie kann das Volk diese Leute akzeptieren, von denen sie lange geschuriegelt und bespitzelt und auch verfolgt wurden? Nun, ich habe Ihnen gesagt, dass grundlegende Schlussfolgerungen gezogen worden sind. Es ist ein Amt für nationale Sicherheit gebildet worden. Solche Dienste gibt es in allen Ländern, auch in der Bundesrepublik, soweit ich weiß. Und hier ist die Bewältigung der Vergangenheit vor allem dadurch sichtbar zu machen, dass in Zukunft die Dinge so gelöst werden, dass sie mit der Erneuerung des Sozialismus, die wir auf unsere Fahnen geschrieben haben, voll übereinstimmen. Warum haben Sie dann an die Spitze dieses Ministeriums wieder einen Mann aus dem belasteten Apparat gestellt und nicht einen Unbelasteten aus der Gesellschaft? Das wäre viel besser gewesen. Wissen Sie, ich weiß nicht, woher Sie die Behauptung nehmen, dass das ein belasteter Mann ist. Ein belasteter Apparat. Ja. Nun ja. Das ist ja doch zweifellos. Zumindest ist es ein Mann, der sich voll einsetzt für die Erneuerung des Sozialismus. Ich kenne ihn viele Jahre. Er ist sehr aufgeschlossen für das, was wir in unserem Lande vorhaben. Und ich bin ganz sicher, dass er alles tun wird, um auch die Sicherheitsorgane so der Kontrolle des Parlaments zu unterstellen, wie das das Parlament selbst gefordert hat. Aber nun hat doch die Staatssicherheit einen katastrophalen Ruf in der Bevölkerung. Das ist doch unbestreitbar. Wie kann man da versuchen, das zu entschuldigen? Man muss viele Emotionen zunächst zur Kenntnis nehmen. Es hat keinen Sinn, sich gegen Emotionen zu wehren, die da sind, und, weil gegen Emotionen kann man sich ohnehin manchmal schwer mit Argumenten wehren. Aber wie katastrophal dieser Ruf ist, das werden wir sehen, denn diese Sicherheitsorgane haben ja auch viel dazu beigetragen, dass friedensgefährdende Pläne entdeckt worden sind, dass friedensgefährdende Pläne aufgedeckt worden sind und die Schlussfolgerungen gezogen werden konnten, dass hier alles getan wird, um mitzuhelfen, den Frieden zu sichern. Aber dann verstehe ich nicht, wenn die so tüchtig sind und das auch anerkannt wird. Man hat ja auch Erfahrung aus der Bevölkerung gesammelt, dass das so spät zur Führung durchgedrungen ist. Nein, ich habe nicht davon gesprochen, das unterstellen Sie mir jetzt, dass die tüchtig sind. Ich habe nur gesagt, man muss ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Und ich bin für volle Wahrheit, für volle Offenheit. Und die Wahrheit setzt sich ja meistens auch im Kampf gegen die Unwahrheit durch. Und deshalb habe ich keinen Grund, jetzt jemanden, der sich gegen die Gesetze vergangen hat, zu verteidigen. Aber ich möchte mich schützen vor all jene Stellen, die ihren Dienst versehen haben, aufgrund dessen, weil sie der Meinung, der festen Überzeugung waren, dass dieser Auftrag, den sie von ihrer politischen Führung hatten, richtig ist. Wie können Sie dafür sorgen, dass belastendes Material nicht stiekum beiseite geschafft wird? Nur ich denke, dafür geben die Genossen, die jetzt an der Spitze dieser Einrichtungen stehen, die Gewähr. Aber von wem werden sie kontrolliert? Sie werden kontrolliert von den entsprechenden Regierungsorganen. Die Regierung ist dem Parlament verantwortlich. Und wir haben erklärt, die Regierung ist niemandem anders verpflichtet als dem Parlament, das heißt der Volkskammer. Was passiert mit den Daten, die vom Staatssicherheitsdienst über DDR-Bürger gesammelt wurden? Was passiert damit jetzt? Ja, ich weiß nicht, welche Daten Sie meinen. Nur da sind doch die Leute beobachtet worden, das ist gesammelt worden, irgendwo wird das wohl erfasst dazu worden. Dazu hat der Generalstaatsanwalt Stellung genommen vor der Volkskammer. Ich möchte mich jetzt nicht in Untersuchungen einschalten, die den dafür zuständigen Organen vorbehalten bleiben und möchte deshalb also hier nicht vorgreifen, was der Generalstaatsanwalt oder die zuständigen Organe dazu zu sagen haben. Sie haben jetzt dieser Tage Gespräche geführt mit Rudolf Seiters, dem Kanzleramtsminister. Wie weit sind Sie da gekommen? Waren Sie zufrieden danach?
Hier habe ich gespaltene Gefühle. Weshalb? Ich hatte zwei Gespräche mit Bundeskanzler Kohl am Telefon. Die Atmosphäre dieser Gespräche war sehr gut. Ich hatte den Eindruck, dass wir einen Draht gefunden haben. Zunächst erst ein Ferndraht. Aber dass man miteinander reden kann. Und das entspricht auch meiner festen Überzeugung, dass die Beziehungen zwischen der DDR und der BRD sich so gestalten müssen wie zwischen guten Nachbarn üblich. Zwiespältig ist die Reaktion auf diese Gespräche. Also dadurch entsteht mein zwiespältiges Gefühl. Wissen Sie, dieses Gönnerhafte, was in bestimmten Erklärungen von Politikern bei Ihnen zum Ausdruck kommt, oder diese Zensurenverteilung, die kommt bei der Bevölkerung der DDR nicht gut an. Wir sind ja nicht ein Bundesland der BRD. Es mag manches geben, worüber jetzt sehr zwiespältig diskutiert wird. Aber ich würde mindestens drei Dinge nennen, wo es einen großen Konsens gibt zwischen vielen Bürgern dieses Landes. Das erste ist, die DDR ist nur vorstellbar als sozialistisches Land. Jetzt könnte man sich darüber unterhalten, wie dieser Sozialismus aussehen soll. Zweitens, die DDR ist nur vorstellbar als souveränes Land. Und drittens, in der DDR ist der Souverän das Volk. Das heißt, wenn es noch eines Beweises dafür bedurfte, ist diese große Volksbewegung, von der Sie selbst gesprochen haben, der Beweis dafür. Und diese große Volksbewegung lässt sich nicht bevormunden. Aber weder von uns noch von der anderen Seite. Und trotzdem muss ich Ihnen eine Beobachtung wiedergeben. Ich habe auch gehört, dass viele Bürger der DDR Angst davor haben, einem Ausverkauf durch die Bundesrepublik ausgeliefert zu sein. Das ist soweit richtig. Ich weiß, dass auch viele Mitglieder des neuen Forums mir gesagt haben, wir wollen souverän bleiben, wir wollen nicht eine Kolonie oder Sizilien der Bundesrepublik werden. Aber jetzt in Leipzig auf der Demonstration gab es riesige Sprechchöre, Deutschland einig Vaterland. Und ein Redner, der gesagt hat, wir wollen die Wiedervereinigung, ist dort sehr lebhaft beklatscht worden. Es gibt offensichtlich diesen Konsens nicht mehr. Nur sicherlich wird es auch solche Meinungen geben. In einer Demokratie gibt es viele Meinungen. Und wissen Sie, die Unterschiedlichkeit unserer Gesellschaftsordnungen ist die eine Sache. Und natürlich ist diese Unterschiedlichkeit der Gesellschaftsordnungen auf deutschem Boden damit verbunden, dass es ja eine gemeinsame Geschichte gibt, dass es eine gemeinsame Sprache gibt, dass es viele verwandtschaftliche Beziehungen gibt. Das alles ist da und das alles muss man in Rechnung stellen. Und deshalb darf man nicht jede Äußerung, die nun zur Wiedervereinigung gemacht wird, als eine Infragestellung der Nachkriegsordnung sehen, sondern auch einfach als ein Bedürfnis, mit den Verwandten oder Bekannten im anderen deutschen Staat zusammenzukommen. Die Freude über die Öffnung der Grenzen ist eine Sache, aber es gibt eben Unmut wegen der mangelnden Devisen, die die DDR-Besucher im Westen haben. Nun haben Sie darüber mit Seiters auch gesprochen. Es ist die Rede vom Devisenfonds. Gibt es da keine Einigung? Nein, es gibt im Moment Diskussionen darüber. Und ich könnte mir vorstellen, dass es besser wäre, die Information darüber dann zu geben, wenn man sich einig ist. Die Frage mit den Devisen, die ist für uns wirklich sehr aktuell. Wir können ja nicht zulassen, dass die DDR ausverkauft wird. Denn das Preisniveau ist unterschiedlich und leider auch das Leistungsniveau. Aber hier muss ich gleich, damit es keine falsche Deutung meiner Auffassung gibt, sagen, das Leistungsniveau hängt nicht damit zusammen, dass die Arbeiter der DDR schlechter arbeiten würden als die in der Bundesrepublik. Das hängt oft mit den Fragen der Bedingungen dieser Arbeit zusammen. Aber die Arbeitsproduktivität in der Bundesrepublik ist höher als die in der DDR. Das hat natürlich auch die Wirkung auf die Stabilität der Währung. Und deshalb ist die wichtigste Sache für uns, unsere eigene Währung so zu stabilisieren durch die eigene Leistung. Und alles andere wird hinzukommen und die Hilfe wird hinzukommen und das gemeinsame Absprechen wird hinzukommen. Aber das Wichtigste ist die eigene Leistung. Wann wird das Brandenburger Tor geöffnet? Noch in diesem Jahr? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin daran interessiert, dass so viel wie möglich Grenzübergänge geschaffen werden, damit der Grenzverkehr zwischen beiden deutschen Staaten und auch zwischen
Berlin-West und der DDR gut läuft. Und so viele Grenzübergänge, wie wir in der letzten Zeit geöffnet haben, das hätte sich vor 6 Wochen niemand vorstellen können. Nun möchten bestimmte Leute symbolische Handlungen. Und ich sage Ihnen ehrlich, mir sind Handlungen für die Menschen lieber als symbolische Handlungen. Aber das wäre auch eine Handlung für die Menschen. Und das Brandenburger Tor hat ja in der Vergangenheit nicht nur progressive Traditionen gehabt, sondern es ist ja viel Negatives der deutschen Geschichte auch mit diesem Tor verbunden. Und jetzt könnte es doch für die Zukunft ein Symbol von, nur ich würde mal sagen, kooperativer Koexistenz, guter Zusammenarbeit werden. Und ob es zu einem solchen Symbol werden kann, muss man da auch mit der anderen Seite aushandeln. Darüber muss man doch miteinander sprechen. Aber sieht denn nicht ein solches Tor eher negativ aus, wenn es zugenagelt ist, wenn es zugemauert ist? Ich habe ja nicht gesagt, dass wir es nie öffnen. Ich habe einem Ihrer Kollegen gesagt, ich bin ein Politiker, der sich hütet zu sagen, niemals oder nie. Aber ich bin auch ein Politiker, der nicht sich durch Euphorie über Nacht veranlassen lässt, Entscheidungen zu treffen, die noch nicht reif sind. Im Übrigen liegt das auch nicht in der Entscheidungsgewalt eines Einzelnen. Auf jeden Fall ist die Frage, dass das Brandenburger Tor geöffnet wird, nicht vom Tisch. Die Frage ist, wann es geöffnet wird, und die Frage ist, wie man sich mit der anderen Seite darüber verständigen kann. Was sind jetzt die nächsten Schritte, die Sie planen? Was muss jetzt passieren? Oder lassen Sie sich treiben von dem, was das Volk will? Also wir lassen uns überhaupt nicht treiben. Erstens hat die Regierung ein klares Programm. Ich finde es überhaupt sehr gut, dass wir jetzt eine arbeitsfähige Regierung haben, auch eine Regierung, die Vollmachten hat, die wirken kann, die durch niemanden eingeschränkt wird, es sei denn durch die Kraft des Parlaments. Zweitens haben wir ein sehr selbstbewusstes Parlament, das ja am 1. Dezember wieder zusammentritt, um über weitere Maßnahmen zu sprechen. Und dann muss ich Ihnen als Generalsekretär der SED sagen, wir bereiten unseren außerordentlichen Parteitag vor. Glauben Sie, dass Sie eine Chance haben, bei diesem Parteitag wiedergewählt zu werden? Ich kämpfe darum. Ich bin mit dem Programm der Erneuerung, mit dem Aktionsprogramm meiner Partei, das wesentlich meine Handschrift trägt, nicht angetreten, um nach 6 Wochen wieder abzutreten. Aber die Frage ist natürlich, wie sieht das der außerordentliche Parteitag? Ich werde mich jedem Entschluss dieses Parteitages stellen. Ich bin nicht bereit, der Verantwortung zu entfliehen, aber ich hänge auch nicht an irgendwelcher persönlicher Macht, schon gar nicht an irgendeiner Funktion. Stichwort runder Tisch, was erwarten Sie sich davon? Ich erwarte, dass sich alle politischen Kräfte, die bestehenden Parteien und auch die neuen Gruppierungen an einen Tisch setzen und über ganz konkrete Fragen reden. Haben Sie denn dabei das Beispiel Polen auch vor Augen, wonach ja die PVAP dann abtreten musste? Wissen Sie, jedes Land hat seine eigene Spezifik. Und deshalb habe ich hier vor allem die DDR im Auge. Und was das Abtreten betrifft, da sage ich Ihnen, wir wollen auftreten. Das heißt, wir wollen an diesem runden Tisch diskutieren. Wir wollen unseren Standpunkt darlegen. Aber nun sitzen Sie ja in einer sehr bequemen Position. Sie haben alle Schalthebel der Macht in der Hand. Würden Sie denn nun auch den anderen zubilligen, dem neuen Forum, dem demokratischen Aufbruch, Demokratie jetzt, dass Sie auch Massenmedien in die Hand bekommen? Sehen Sie, wir haben gestern einen Beschluss gefasst, der die Verantwortung des Staates für die Massenmedien festlegt. Also nicht wir haben den Beschluss, sondern das Politbüro hat das erörtert und entsprechende Vorschläge an die Regierung unterbreitet. Das ist heute im Neuen Deutschland nachzulesen. Und die Offenheit in unseren Massenmedien, die ist ja nun so, dass sich keiner beschweren kann. Nur wissen Sie, für manche in der Bundesrepublik wird nie ausreichen, was wir hier bei uns machen. Bis jetzt habe ich noch nicht sehr Kritisches über Egon Krenz beispielsweise gelesen. Über unseren Bundeskanzler wird ständig kritisch berichtet. Würden Sie sich das auch gefallen lassen, dass man so richtig mal nachgeht, wie war die Vergangenheit von Egon Krenz? Da ich eine saubere Vergangenheit habe, können Sie dieser Vergangenheit immer nachgehen. Wissen Sie, ich bin
Ja, jemand, der nicht mit seinem Geburtsdatum irgendwie Politik machen möchte. Aber ich bin 1945 zur Schule gekommen, durch verschiedene Einwirkungen des Krieges etwas später als mit 6 Jahren und bin 1953 aus der Volksschule entlassen worden. Also diese ganze Zeit der, sagen wir mal, der stalinschen Vergangenheit, die lastet ja nicht auf mir. Und aber Sie waren doch lange Chef der FDJ, ja. Und ich kann mich an diese aus meiner Sicht etwas fragwürdigen Aufzüge erinnern, die Sie ja organisiert haben, wo die an der hohen Führung vorbei marschieren mussten. Sind das nicht Dinge, die Sie heute belasten? Naja, wissen Sie, ich würde eher sagen, trauen oder billigen Sie nicht jedem Menschen einen Lernprozess zu? Natürlich habe ich aus vielem, was gewesen ist, auch meine Schlussfolgerungen gezogen. Ich möchte noch mal auf eine Sache zurückkommen, die hier die Menschen sehr bewegt. Warum hat man Wolf Biermann nicht in die DDR gelassen und bedauern Sie, dass er damals ausgebürgert wurde? Wissen Sie, Wolf Biermann müsste sich selber mal dazu äußern. Er hat ja nun... Er hat sich oft geäußert. Ja, ja, er hat sich ja auch geäußert über die Prozesse in diesem Land und vor allem auch über die Leute in diesem Lande, die nun sehr, ich sage es mal sehr diplomatisch, sehr ungerecht sind. Was er über Sie gesagt hat, zum Beispiel? Nicht nur über mich, er hat über die gesamte Führung. Wissen Sie, ich bin da keine Mimose, ich vertrage allerhand. Eben. Und damit muss ein Politiker leben. Und deshalb... Weshalb schließt man ihn denn noch weiter aus? Mir ist nicht bekannt, dass man ihn ausschließt. Er konnte nicht reinkommen. Und ich weiß ja, dass er sehr, sehr populär ist. Ich glaube, wenn Sie und er jetzt hier auf den Platz gingen, dass er mehr Beifall bekäme als Sie. Lassen Sie ihn deshalb nicht rein? Ach, hören Sie mal. Erstmal würde ich nicht singen können. Und ich weiß nicht, ob er einen Wettbewerb mit mir im politischen Dialog aufnehmen würde. Das ist aber schon seine Sache. Also ich würde diesen Vergleich nicht so sehen. Und lassen Sie doch die Sache Wolf Biermann den Leuten, oder sollen die Leute sich darüber äußern, die damit gesetzlich zu tun haben. In der Sowjetunion ist ja die Perestroika in eine schwere Krise geraten. Es gibt große Probleme. Was haben Sie daraus gelernt? Nur das lehrt uns zum Beispiel, dass wir bei unserer radikalen Wirtschaftsreform, die wir vorhaben, Schritt für Schritt vorgehen müssen. Und zwar so, dass man nicht über Nacht eine zentralisierte Wirtschaft, wie wir sie ja gehabt haben, abbauen kann und nun völlig jedem überlassen kann, was in der Wirtschaft getan wird. Das würde zu einem Kollaps führen, der niemandem dient. Welche Rolle wird in Zukunft der Rechtsanwalt Wolfgang Vogel spielen? Die alte oder eine andere? Und wird er auch wieder sehr dicht mit Ihnen zusammenarbeiten? Ich gehe davon aus, dass Wolfgang Vogel ein sehr vertrauensvoller Rechtsanwalt ist, dass er das Vertrauen vieler genießt. Ich habe ein sehr hohes Vertrauen zu ihm. Ich weiß, dass er sich in humanitären Fragen sehr große Verdienste erworben hat. Und wenn Herr Vogel bereit ist, diese Rolle weiter wahrzunehmen, sehe ich aus meiner Sicht keinerlei Gründe, andere Vorschläge zu unterbreiten. Im Interview mit dem DDR-Fernsehen haben Sie gesagt, Ihre Stimme hätte nicht unter dem Alkohol, sondern von vielen Reden gelitten. Gab es da ein Problem? Nein, es gab bei mir nie ein Alkoholproblem. Das war immer ein Problem der Westpresse. Es gab eine Zeit, da wurden Gerüchte über mich in Umlauf gesetzt. Die Quelle dieser Gerüchte kenne ich nicht. Die Gerüchte begannen, dass ich angeblich nierenkrank sei. Andere meinten, ich habe eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung. Wiederum andere sagten, ich sei leberkrank. Wiederum andere sagten, ich sei zuckerkrank. Wiederum andere sagten, ich sei Alkoholiker. Meine politischen Freunde wissen, dass ich, was den Alkohol betrifft, ein Gläschen mittrinke, wenn man mal in gemütlicher Runde sitzt, aber ansonsten mit Alkohol überhaupt keine Probleme habe. Und was die Gesundheit betrifft, bescheinigen mir die Ärzte eine gute Gesundheit und ich tue auch einiges dafür. Ich laufe, ich mache Gymnastik,
Ich habe, wie ja kürzlich auch in einigen Zeitungen der Bundesrepublik nachzulesen war, auch an Volksläufen teilgenommen und für meine Altersgruppe nicht schlecht abgeschnitten. Immerhin die 12 Kilometer in 58 Minuten ist keine Spitzenleistung, aber auch keine schlechte Leistung. Dankeschön. Ich sehe, Sie sind ohne Notizen ausgekommen. Das ist wahr. Ja, prima. Ganz herzlichen Dank. Und nun, oh naja, das war ja doch eine wackere Stunde, die wir uns hier beschäftigt haben. Ne?